Forschungsreis! Yeah! Wo ist der? Dr. Professor Hefti. Professor? Hallo? Muss doch irgendwo da sein. Ist immer das Gleiche mit diesen Professoren. Die sind alle ein bisschen nicht ganz sauber, du. Er hat das sicher wieder vergessen. Mal, Adresse ist richtig. Zeit. Ja, das ist gut. Ich bin richtig. Fehlt eigentlich nur noch der Professor. Oha. Bin gerade auf Forschungsreise. Ich auch. Also ich bin auch. Ich warte da, ich bin parat. Der nimmt mich da mit. Ist ja Kivo jetzt. Und bin ich da. Und jetzt kommt dann der Professor. Und dann starten wir zusammen in die Kivo. Hey, Jöni, was machst du da? Nach was sieht's aus? Ich bin ready für Kivo! Du bist spät. Letzten Freitag war der letzte Tag von der Kivo. Letzten Freitag? Ah. Ja, das ist. Ist auch nicht so schlimm. Aber. Die Kinder sind im Fall auch alle wegen der Kivo da. Ja, die sind letzte Woche einmal um die ganze Welt geflogen und jetzt hier wieder gelandet. Einmal um die ganze Welt und, und ich bin daheim gewesen, cool. aber wo sind die denn hin? Haiti? Bin ich noch nie gewesen, super. Hätte ich ja gar nicht wollen, ist sicher auch nicht so cool dort. Aber... Was ist so? Was ist so passiert? Bist du auch gsi? Nicht? Bist du auch daheim gsi? Was ist denn so passiert da auf eurer Reise? Nichts, ja. Gerade vergessen. Aber dabei gsi bist? Das ist gut. Wenigstens das. Ja, was ist das Kühlste gsi, wo passiert ist? Auf eurer Reise. Irgendetwas. Oder habe ich gar nichts verpasst? Ist gut gewesen, bin ich daheim gewesen. Ja. Spielen. Was hast du denn können spielen? Was war das Kühlste, was du können spielen? Ich habe mal eine Kugel in die Bahn gesehen. Ist das Coolste gewesen? Oder nicht? Für dich nicht so. Was ist denn für dich das Kühlste gewesen? Einfach alles. Sehr gut. Ja. Schau, ich glaube, ich habe etwas, um dich zu trösten. Dank Finn, seiner super guten technischen Aufnahme von der Kivo, können wir vielleicht einen kleinen Rückblick machen. Ich muss nur rasch probieren an dieser Maschine einen kleinen Moment. Ja. Denn ich glaube, man muss hier etwas drücken. Oh. Das war der falsche Knopf. Ich glaube. Wenn wir nicht auf den Professor warten. Nein, komm, ich glaube, es ist das hier. Ah. Ja, ich glaube, da kommt es jetzt noch gerade.
Das guckt mich jetzt mega, da wäre ich mega gerne auch dabei gewesen. Schau, du musst das einfach merken. Es ist immer die letzte Sommerferienwoche. Immer die letzte Sommerferienwoche. Gut. Immer die letzte Sommerferienwoche. Aber musst du mal da rüber schauen. Da hat es zwei. Die haben, glaube ich, auch ein Kino, weil die einen Koffer dabei haben. Okay. Wir fliegen nie mehr hin. Kivo ist fertig. Ja, das wissen wir. Aber wir kommen eben zurück. Also, ich will nicht mit dem Dr. Professor Heftig reisen. Nein, wir wissen, dass das jetzt war und mega cool war. Aber wir haben jetzt auch etwas zu berichten. Also, ihr seid auch unterwegs gewesen? Wir sind auch unterwegs gewesen. Also, würdet ihr uns auch etwas von dem erzählen? Ich glaube, das können wir machen. Es haben wir da ganz viele aufmerksame Gesichter, die gespannt sind, oder? Ja, gut. Super, danke. Ja. Stellen wir es doch mal. Dann müssen wir mal schauen, was wir da so. Ja, aber bevor wir erzählen, es ist immer interessant, wer erzählt denn da? Hä? Also ich, das seht ihr ja, ich bin Gunda. Ich war viel lange in Gambia, wo Deli herkommt. Und als er ein paar von euch hier in Gambia ja schon kennengelernt hat. Super sind wir da. Also ich komme aus dem Alpen, bin gelernte Gemeinschaftskrankenschwester und Hebamme. Und ja, gerne für die Ärmsten in Afrika unterwegs. Jetzt geht er aber nicht. Er steht gerade still. Jetzt. Jawohl, ich bin 1992 das erste Mal nach Gambia und bis im 13. habe ich medizinische Arbeit gemacht. Im Landesinneren und durch die medizinische Arbeit einfach auch die Liebe Jesu weitergeben. Und Roland, das ist mein Mann. Du kommst. Ja, ich komme aus Deutschland und vom Beruf habe ich Schreiner gelernt. Und ich bin einfach überzeugt, dass Gottes Liebe einfach uns immer wieder erfüllt hat. Und da möchte ich jetzt erzählen, wie ich einmal, wie mich aufgemacht habe, in andere Länder zu gehen. Ich weiß nicht, ob das Buch zum Beispiel schon jemand kennt. Das ist jetzt die neuere Version. Gebet, beten für die Welt. Ich habe in unserem Jugendkreis Leute eingeladen, für die Welt oder für Menschen in anderen Ländern zu beten, für Missionare. Aber ich wollte nicht gar. Ich habe mir gedacht, ich bin nur Schreiner und was soll ich in diesen anderen Ländern? Es hat angefangen mit einer Karte in meiner Bibel. Plötzlich
war klar, irgendwie hat er zu mir gesprochen, ich soll dort helfen. Und übrigens, hinten, wenn man rausgeht, ist eine Karte für euch dann auch. Dürft ihr gerne mitnehmen? Das war mein Anfang, aber ich wollte nicht. Bis dann eben es weiterging und irgendwann habe ich gesagt, wenn du möchtest, dass ich gehe, das war noch eben bevor mein Internet und so, dann musst du mir ein Land oder eine Organisation zeigen, die mich nimmt, ohne Bibelschule, ohne dass ich da groß was studiere, sondern in meinem Beruf. Und da bin ich nach Afrika. Ostafrika, Kenia. Und ich habe dann ganz vieles entdecken dürfen. Sind da mit dem LKW unterwegs gewesen und haben so manches machen dürfen. Ich habe junge Leute ausbilden dürfen als Schreiner. Und wir haben Kinderheime aufgebaut und ganz vieles erleben dürfen. Und aus diesen, ich habe damals gesagt, habe maximal 3 Jahre, sind dann 12 Jahre, Mai, zählen war halt nicht so wichtig. Und da habe ich vieles entdecken dürfen, viele Tiere, viele Kulturen. Gibt es ganz viele Menschen, die anders sprechen. Dort war wieder anders wie dort. Also interessant gewesen. Dann bin ich weitergezogen, bin ich im Mittleren Osten, um dort die Menschen kennenzulernen. Und habe dort mit arbeitenden Straßenjungs gearbeitet. Haben wir versucht, zurückzubringen in Schule. Aber dann auch, wo es da nicht ging, habe ich eine Schreinerausbildung da angeboten. Und in Jugendknast bin ich auch noch gewesen da. Und es war ganz viel zu entdecken dort. Und nach einer Zeit, wo es etwas schwieriger dort wurde, musste ich das Land verlassen. Und dann hat es mich wieder zurück nach Afrika gebracht. Und in Afrika, da habe ich eine wunderbare Frau kennengelernt. Die habe ich da geheiratet. Das war unsere 3. Hochzeit, aber immer die gleiche Frau. Und ja, gemeinsam haben wir überlegt, was ist wichtig hier in diesem Land. Und uns ist wichtig, dich gewesen, oder die Kirche hat gefragt, könnt ihr nicht unsere junge Leute ausbilden? Da haben wir ein Ausbildungszentrum angefangen. Und da kommt jetzt dann nochmal ein Entschuldigung, ich versuche ein bisschen Schweizerdeutsch zu reden. Ich bin ja, dann manchmal überschlagt es das dann, Entschuldigung. Ja, da haben wir ganz besonders auch mit tollen Leuten, weil das haben nicht wir zwei nur geschafft. Da kamen dann auch andere Leute dazu, wie hier. Die kennt ihr, die war, glaube ich, in der Woche da ziemlich dabei, oder? Ja, die Elli hat einmal mitgeholfen, eine ganze Zeit lang, um Schreiner auszubilden. War eine Top-Zeit. Und so haben wir mit ganz vielen jungen Leuten ein Ausbildungszentrum aufbauen dürfen. Und ja, jetzt muss ich doch nochmal, sorry, zurück hier. Da oben steht der Bibelvers drauf. Könnt ihr den lesen? Vielleicht Jola, Das ist Psalm 90, 17. Herr, unser Gott, zeig uns deine Güte. Lass unsere Mühe nicht vergeblich sein. Ja, lass unsere Arbeit Früchte tragen. Das haben wir so als drüber geschrieben über dieses Ausbildungszentrum. Das dürfen wir erleben und dürften wir erleben. Es geht jetzt weiter, es geht weiter ohne uns, weil wir uns wieder aufgemacht haben. Jetzt muss ich da wieder weiter, Entschuldigung. Unsere Koffer sind wieder gepackt. Ja, der ist ein bisschen leicht. Oh, aber der ist schwerer. Ihr wollt sicher immer wissen, was man so auf so einer langen Reise so alles mitnimmt. Oder? Ist auch interessant, oder? Was so vielleicht in diesem Koffer sich verbergen könnte. Nicht, dass er so alles gleich sieht. Gell? Also, wir sind ja in einem frommen Haus hier, da muss natürlich zuerst
die Bibel raus. Hm? Und da haben wir eigentlich einen Vers noch drüber stehen, was uns wichtig ist, was ich in der Bibel eben entdeckt habe. Also vieles entdeckt man da drin, ganz vieles. Entschuldigung, der Vers ist ja schon da. Genau. Preist Jahwe, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern sein Wirken bekannt, sagt ihnen, wie unvergleichlich groß Gott ist. Und das ist unser Auftrag, das ist, was wir machen wollen. Nicht nur unter den Schweizer Völkern oder deutschen Völkern, also es sind ja Volk, ist ein Volk, ne? Entschuldigung, genau, sondern andere Völker, die wir entdecken dürfen, wo wir unterwegs sein dürfen. Aber was braucht man so dazu? Für mich ist die Bibel ein wichtiges Teil, was da dazu kommt. Jetzt nehmen wir mal das daher. Ja, was könnten da noch drin sein? Suchen. Finde ich das da gerne? Ha. Also da gab es so Entdecker hier schon, die wissen, was das ist. Hm? Ein Kompass. Das gibt uns die Richtung und da ist Norden. Hm? Nur, dass ihr es wisst. Ja, ist ganz wichtig, sonst verliert man vielleicht die Orientierung. Da ist nicht nur die Bibel wichtig, sondern da ist wichtig zu beten, gemeinsam zu fragen auch, wo geht's weiter? Was wollen wir weitermachen? Und daher ist uns der Kompass wichtig. Und da geht's aber jetzt noch mehr da drin. Ja, was haben wir denn so? Das Licht. Weil nicht überall in jedem Land hat es Elektrizität. Und dann, wenn es nachts dunkel ist, in Afrika, da wird es immer früher dunkel und auch später hell, aber auch nur in der Sommerzeit. Ne? Also da ist es gleichmäßiger. Aber wenn es dunkel ist, ist es ziemlich dunkel, wenn die Sonne dir nicht, der Mond nicht gerade dir Licht gibt. Da braucht man eine Taschenlampe. Aber wir sind auch ein Licht dort unten. Also ihr seid ein Licht in eurer Welt. Und ihr dürft leuchten. Das ist mir mal im Mittleren Osten besonders gesagt, wo ich gefragt habe, was soll ich da? Kann ich so viel weitergeben? Die Sprache noch nicht ganz so gut verstanden. Da hat mir ein Einheimischer gesagt, du bist ein Licht hier. In dieser dunklen Welt. Und das dürfen wir sein. Nicht nur bei Stromausfall, sondern die ganze Zeit. Daher ist das Licht ganz wichtig. Und dann gehen wir mal ein bisschen zu den altmodischen Sachen. Briefe. Habe ich auch noch da drinnen. Und adressiert an Gunther und Roland. Der ist nur an mich, an Roland. Ah, der war zu meinem Geburtstag, genau. Ja. Der kommt von der Gemeinde. Eine Verbindung zum Missionar, der unterwegs ist. Ist immer gut, eine Verbindung zu haben durch Briefe. Heute ist es moderner, da braucht man dann so Zeugs. iPad oder Laptop, E-Mails. Mittlerweile kann man sogar zuschauen. Es wird immer besser. Da kann man die Leute mitnehmen. Das ist wichtig, weil wir sind nicht allein unterwegs. Wir sind ja mit der Gemeinde unterwegs. Eigentlich sind wir ja Gesandte von unserer Gemeinde. Und das dürft ihr sein, als Gemeinde, wo Missionare sind. Und Leute unterwegs sind zum Entdecken da draußen. Ah, Entschuldigung, ich vergesse immer, dass ich die Folie nicht ganz so habe. Dann, ja. Geld ist auch wichtig. Hm? Muss man auch dabei haben, dass man mal sich das Brötle kaufen kann. Servola und so Sachen. Hm? Ja, die gibt es da im Ausland nicht immer. Da muss man andere Sachen nehmen. Aber was wichtig ist, das Geld gehört dazu, aber nicht dieser Reichtum, den wir hier nur sehen, habe ich feststellen dürfen unterwegs im Ausland. Ich habe feststellen dürfen, dass ich
Eltern habe, die sich um mich gekümmert haben, die mich in die Schule geschickt haben. Da war ich nicht ganz so gern. Aber ich habe was gelernt. Und habe was lernen dürfen. Ich habe lernen dürfen, dass es ein Geschenk ist, was lernen zu dürfen. Ausbildung zu haben, einen Staat, der irgendwelche Richtlinien festlegt, dass uns immer gut geht, dass weitergeht. Nicht nur für mich, sondern auch später. Es ist ein Vorrecht, da sind wir beschenkt. Und da merkt man eben, dass Geld oder Werte nicht nur Geld sind, sondern Werte, wo wir herkommen, was wir sind. Ich durfte eine Ausbildung als Schreiner machen. Dürfen viele nicht. Das sind Sachen, die ich entdeckt habe. Ja, und dann brauche ich natürlich einen Schutz. Ha! Vor Moskitos. Und falls ich mir doch zu nahe komme, an die Brom, gutes Schweizer Produkt. Halt, ihr seid. Aber Schutz ist auch eben anders gedacht. Manchmal wissen wir nicht, vor was wir uns schützen müssen. Da gibt es die Tiere, da gibt es irgendwelche Parasiten, die es da im Ausland eben anders gibt. Nicht wie in Deutschland. Das Wasser, was wir trinken, das Wasser in der Schweiz hier, kannst fast aus jedem Brunnen trinken. Unten musst du aufpassen, musst filtern. Alles Mögliche. Ja, und dann, was ist noch anders? Ha! Da unten. Da kann ich nicht so daherkommen, da komme ich ziemlich als Tourist daher. Da brauche ich dann andere Kleidung. Oh, ich glaube, das ist eher für meine Frau. Ha? Und die Schuhe kann auch eher. Und da ist dann meine Hose. Also andere Länder, andere Sitten, andere Kleider. Das entdecken wir. Das ist ganz toll, das zu entdecken. Und es ist wertvoll und es ist schön. Bunt. Ja. Und manchmal ist auch die Musik ein bisschen anders. Ja. Aber dann ab und zu kommt uns doch der Gedanke, ich brauche doch was aus der Heimat. Ja, die Verbindung zur Heimat ist wichtig, dass man weiß, wo man herkommt. Es ist auch ein Geschenk. Das ist was ganz was Tolles. Und ja, wir dürfen uns wertvoll sehen, wenn man eben auch mal Geschenke, wenn jemand Besuch kommt und sowas mitbringt. Aber wir dürfen vor Ort was ganz anderes oft essen. Sachen, die uns gar nicht so erstmal im Bauch oder im Kopf zuerst mal wohltun. Aber da schauen wir jetzt mal weiter. Schauen wir mal, was meine Frau da noch zu erzählen hat. Weil die Kiste ist jetzt eigentlich, das habe ich da, erst mal leer. Aber meine Frau, die hat was anderes. Bis nachher. Toll, also eigentlich habe ich gedacht, wir haben den Koffer gepackt, aber jetzt hat es wieder ausgepackt. Weil Gott uns ja einen Auftrag gibt, ich wiederhole den Vers, den der Roland vorhin gezeigt hat, preist Jahwe, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern sein Wirken bekannt, sagt ihnen, wie unvergleichlich groß er ist. Also einen klaren Auftrag, den lesen wir im Matthäus-Evangelium, der wird manchmal wiederholt durch die ganze Bibel durch. Und somit, ja, wie der Roland sagt, sind wir Leute, die unterwegs sein können, um ein Licht zu sein. Hier, wo wir sind, von morgen weg in der Schule wieder, am Arbeitsplatz oder eben bis in die weite Welt, weltweit. Wo es weitergeht mit dem Paktenkoffer, ich hoffe, der Roland packt dann auch wieder, geht es für uns eben von Gambia weg, vom House of Skills, wo wir abgeschlossen haben, nach Ghana. Ghana auf der Karte. Ghana ist ein
Und gestern ausgerechnet, glaube ich, sechs, nicht wie viel, achtmal, etwa sieben oder achtmal grösser wie die Schweiz. Hat 32 Millionen Einwohner und 111 Volksgruppen. Und jede Volksgruppe hat so ihre eigene Sprache. Oder ein paar wenige haben vielleicht einen Dialekt zusammen, aber sehr viele Sprachen. Und wer mehr über die Volksgruppe oder über Ghana will wissen, kann man ganz gut im Joshua-Projekt online nachlesen. Wir haben ein halbes Jahr dürfen in Ghana sein, in Accra, in der Hauptstadt. Nicht ganz wie Affolter und Amalbis. Dicht mit Autos, mit, Menschen. Schwierig, den Weg zu finden. Aber mehrheitlich christlich geprägt. Überall grosse Kirchen. Also alle haben die Möglichkeit, zu Kirchen zu gehen. Alle haben die Möglichkeit, von Jesus zu hören. Auf den Autos, also wer nicht den Mut hat, in ein Kirchengebäude hineinzugehen, der wird draußen über Plakate, über die Aufschriften auf Autos noch darauf hingewiesen, dass Jesus der Herr ist. Im Norden von Ghana sieht es schon ganz anders aus. Da ist es auch viel ärmlicher. Ist mehrheitlich islamisch, also muslimisch. Was wir im Süden viele Kirchen gesehen haben, haben wir im Norden viele Moscheen gesehen. Gross und bunt. Und unsere zukünftige Arbeit in Ghana ist auch wieder unter der Volksgruppe der Fulas. Eine Volksgruppe, wo ich in Gambia ja, meine ganzen 30 Jahre arbeiten durfte. Und ich möchte euch die Volksgruppe ein bisschen vorstellen. Eine von den 110, die es in Ghana gibt. Eine Volksgruppe, die über ganz Westafrika aus zu finden ist. 30 Millionen Menschen, die mehrheitlich Hirten sind und Händler, aber stolze Muslims, und sie bezeichnet sich selber als Missionare, als die islamischen Missionare von Afrika und bringt den Islam vom Norden in den Süden. Sie leben einen kleinen Teil immer nur als Nomaden, viele als Halbnomaden und die meisten haben sich schon angesiedelt in den verschiedenen Ländern Westafrika. Was ist denn Tradition von den Fulas? Tradition ist sehr tief und alt und sind immer die älteste Generation, also Großmutter und Urgroßmutter, die dann Traditionen der Kinder und Großkinder und Urgroßkinder weitergeben. Der Älteste in der Familie bestimmt und sagt, wer heiratet und wer welche Ausbildung macht und wer von den Kindern oder Grosskindern dann tatsächlich auch Freiheit hat, in die Schule zu gehen. Tradition wird gelebt. Ein Volk, das viele Tabus hat. Und weiss jemand, was Tabus sind? Haben wir Schweizer Tabus? Oder haben Krishona Affoltern Tabus? Wahrscheinlich schon. Tabus sind ja Sachen, wo man Gesetze, die nicht geschrieben sind. Sachen, die man nicht sagt oder nicht macht, aber niemand hat es aufgeschrieben. Und da haben die Fulas ganz viel davon. Wann geht man an Brunnen Wasser holen? Welchem Tag darf man reisen? Wann tut man Saat aufs Feld ausbringen? Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Ernten? Da gibt es viele, viele, viele Tabus drüber und die sollte man beachten. Und über das Kind bekommen, da gibt es ganz viele Tabus. Beziehung, Mann, Frau, Kind bekommen, wie die Kinder erziehen. Sie haben viele Traditionen, sie haben viele Tabus, sie haben aber auch den Animismus.
Die zu, gut zugelassen haben, die haben gehört, dass ich gesagt habe, sie seien stolze Moslems und Missionare vom Islam. Und jetzt komme ich, sie sagen, sie seien Animisten. Sie haben ganz viel Aberglauben oder Geisterglauben. Die Kinder werden an einen Medizinmann gebracht oder der Medizinmann kommt und macht Amulets, um die Kinder zu schützen vor irgendwelchen Einflüssen von den Geistern. Namen werden gewählt, damit kein Geist irgendwie offendet. Was heisst offendet? Ja, dass einfach kein Geist sich ärgert am Namen von dem Kind oder stört an dem Namen oder Freude hat an dem Namen, dass er noch Anspruch erhebt, das Kind zu holen. Das Bild, Alltagsbild, wo das Kind ganz viel Amulett hat, um sich zu schützen vor irgendwelchen Geistern, Krankheiten, Schicksalsschlägen, was immer. Autos, Häuser, Felder, alles wird geschützt. Man schaut nicht so sehr, wie ein Auto aussieht, wie stark das ist oder wie gut der Zweck das ist, sondern mehr, wie gut kann man schützen, also von den Geistern schützen. Und dann kann man dem Auto vertrauen. Heilige Sträucher, heilige Bäume und denen etwas opfern. Auch das machen die sogenannten Fulans oder sogenannten Moslems. Und sie sind gute Moslems. Moscheen, wo man am Freitag hergeht zum Beten und die Zeit haben, fünfmal am Tag, jeden Tag. Koranversen aufschreiben, die zu rezitieren. Dann so sogenannte Rosenkranzbeten. Einfach um vor Allah wieder gut dazustehen und die Verpflichtungen vom Islam zu erfüllen. Sie haben Traditionen, sie haben Tabus, sie haben den Animismus und sie haben den Islam. Und was macht das mit ihnen? Es erfüllt ihn mit ganz, ganz, ganz viel Angst. Weil wenn man all das muss erfüllen und all das beachten in seinem Alltag, dann ist man nicht mehr frei und glaube ich, ist auch nicht mehr viel Freude rum. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir die Botschaft haben und ihnen die Botschaft bringen. Und können wir das laut miteinander lesen, die führen sind. Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung. Damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Damit ich alle Trauernden tröste, die Trauernden Zions erfreue, ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt der Verzweiflung. Man wird sie Eichen der Gerechtigkeit nennen, die Pflanzung, durch die der Herr seine Herrlichkeit zeigt. Amen. Jawohl, wir selber werden nach Ghana gehen, mit einem Team arbeiten von GFC in Bimbila im Norden von Ghana. Und angegliedert an eine kleine lokale Gemeinde und die heisst Assemblies of God.
Wir brauchen Werkzeuge, um unsere Botschaft rauszugeben, um leichter zu sein, wie der Roland sagt. Wir müssen unter den Leuten können zu leben. Und ein Werkzeug davon ist das Health Promotion Programm, ein Gesundheitsprogramm mit ausschließlich natürlicher Medizin. Ein anderes Werkzeug ist das Handwerk, wo der Roland mehr wird drinnen sein, um ja, Gebäude unterhalten, um Gebäude bauen, um Einheimische drinnen auch auszubilden oder anzulehren. Durch all diese Werkzeuge probieren wir, Freunde zu schaffen, Leben zu teilen und häufig auch erst einmal das Wort lesen lernen. Analphabeten müssen ja zuerst lesen lernen, bevor man ihnen ein Wort auch in die Hand drücken kann. Oder ihnen ein Wort mündlich weitergeben mit biblischen Geschichten. Das Wort lehren, da wo Leute offen sind, das Wort aufzunehmen. Und für die, die eine kleine Kostprobe wollen, wie das mir dann das Wort lehren, möchte ich euch das vorbeten. Und wer gut zuhört, kann vielleicht erahnen, was ich da beten tue. Baba amen gondodo asaman, yo indima tetine, yo lamu ma'ar. Io sago ma vade hedo ledi no vadira hedo asamani. Rocco mingura amen hande. Ja foton yangelci amen no min ja foto ton bemini. Te voton nanu min he charavi. Dandu min he bondo o. Ngati ko anje lamu he baude he tetungal ha abadan. Amen. Amen. Ist das ein Gebet, das ihr hier auch betet? Vater unser, richtig, unser Vater. Können wir nachlesen in Matthäus 6, Vers 9 bis 13 oder hoffentlich auch auswendig. Genau, das Ziel ist, Leute zu taufen, so wie wir es in Matthäus gelehrt werden und Gemeinde bauen. Ihr habt Roland gehört, ihr habt von mir gehört und Bilder gesehen und ich möchte euch die drei Fragen mitgeben zum Überlegen. Was habt ihr entdeckt heute in diesem Gottesdienst oder werdet ihr noch entdecken? Was nimmst du für dich mit? Und wo oder wie denkst du, möchte Gott, dass du dich beteiligst? In dieser Weltreise, wo die verschiedenen Menschen durch die letzte durch die Kiwo-Woche gemacht haben oder durch das, was wir erlebt haben.